Hetzer schnelle Nummer. Heute gibt es einen lauwarmen Spargelsalat mit Lachs, Radieschen, Basilikum und Himbeeren. Auf geht's. Schräg und dünn aufschneiden. Lasst euch Zeit, ne? Nicht im Finger schneiden. Jetzt haben wir hier ein Stück Lachs. Darf man jetzt sogenannte Tranchen runterschneiden. Und dann die Radieschen auch wieder ein bisschen feiner. Pfanne, Olivenöl und als erstes kommt das Spargel rein. Und jetzt nicht so eine hohe Hitze, einfach nur mittlere Hitze. Und circa jetzt so eine Minute hier so ein bisschen braten bzw. dünsten, kann man fast sagen lassen. Ja. Jetzt den Lachs einfach mit dazulegen. Ist halt wichtig, dass es diesmal nicht zu heiß macht, so wie sonst. Das wird also nicht ein bisschen bitter. Jetzt schön Salz und Pfeffer. Und die Himbeeren direkt dazu. Auch wieder ein bisschen mitbraten lassen. Und so ist der Lachs genau richtig. Sieht man hier speziell. Der ist noch ganz leicht glasig. Jetzt auf. Oben drauf kommt jetzt hier das Basilikum und die Radieschen. Ja. Und jetzt die Hitze ist eigentlich schon komplett weg. Ein bisschen durchschwenken alles, das ist vermengt. Jetzt kommt einfach ein bisschen weißer Balsamico dazu. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr normal nehmen, aber weißer ist dafür besser, weil nicht ganz so süß ist. Schwenken und jetzt anrichten. Und hier ist die Einkaufsliste. 150 Gramm Lachs, 3 Stangen Spargel, 10 Himbeeren, halbes Bund Basilikum, 4 Stück Radieschen, weißen Balsamico und Olivenöl. Guten Appetit und schreibt mal in die Kommentare, wie es geschmeckt hat.